Herzlich willkommen zum Leica-Enthusiast Podcast, dem deutschen Podcast, in dem es ausschließlich um die Marke Leica geht. Mein Name ist Michel Birnbacher, ich bin Leica-Enthusiast, Fototrainer und Fachbuchautor und ich freue mich, Sie begrüßen zu können. Meine fotografische Heimat ist der Leica Store hier in Nürnberg. Dort betreue ich Workshops und moderiere zeitweise die wöchentlichen Donnerstalks. Alle Termine dazu finden Sie auf www.weloveleica.de. Wollen Sie über meinen Podcast, Workshops und andere Veranstaltungen informiert werden, finden Sie einen Link zu meinem Newsletter auf meiner Homepage www.leica-enthusiast.de. Ich freue mich, wenn Sie meine privat finanzierte Produktion finanziell unterstützen. Entsprechende Informationen finden Sie dazu auf meiner Homepage. Nun zur aktuellen Ausgabe. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ich habe einen Gast, der schreibt in einem Blogartikel unter dem großen Rubrik Diverses, das müssen wir noch ändern übrigens, eine Liebeserklärung an meine M. Und Sie können sich vorstellen, der Text hätte von mir sein können und es blieb mir eigentlich fast nichts anderes über, als ihn einzuladen hier im Podcast einmal zu erzählen, was denn so eine Liebeserklärung notwendig machte, dass er hier mit einer M einen ganzen Blogartikel füllen möchte. Lassen Sie mich einmal begrüßen in Nauort, glaube ich, war das richtig. Günther Weber, servus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Michael, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Eine Liebeserklärung an eine M. Du schreibst dann weiter unten in deinen Kommentaren beziehungsweise auf deiner Homepage, Menschen zu fotografieren, wie sie sind, ist kaum möglich. Jeder sieht sie ja anders, also den vermeintlichen, das Model. Jeder sieht es ja anders. Ich fotografiere sie, wie sie sind beziehungsweise wie ich sie sehe. Und dann kommt noch die Frage, lassen Sie sich darauf ein. Das heißt, du fotografierst gerne Menschen. Und du fotografierst nach der Liebeserklärung gerne Menschen mit einer M. Sehe ich das richtig? Das ist richtig, wobei die M noch ziemlich frisch ist. Die gibt es erst seit April bei mir. Vorher hatte ich sie noch nicht. Wobei auch dieser Artikel ist so ein bisschen doppeldeutig, weil der Name meiner Freundin beginnt auch mit einem M. Und da überschneidet sich so einiges drin. Ja. Und ich heiße Michel, glaub mir, das passt auch. Das passt auch. Ja, nee, das ist halt schon, die DM ist schon was Besonderes irgendwie. Wenn ich dann mal gerade anfangen kann, ich habe mich so richtig dahin gearbeitet irgendwie, wenn ich das so rückverfolge. Denn vor der M hatte ich schon, ich habe noch die Leica Q, habe aber auch damit versucht, manuell zu fokussieren, mich schon an den Fokus-Tab zu gewöhnen. Und ansonsten hatte ich vorher schon eine Sony-Kamera, die ja keiner so wirklich mag wegen dem Menü, habe aber auch da manuell Objektive mir von Zeiss besorgt und habe dann auch damit geübt. Also irgendwie war das so vorgegeben, dass ich irgendwann bei der Leica M lande. Hast du die anderen aufgegeben oder bist du bei laufst du quasi zweigleisig, je nachdem für welche Arbeit, für jedes Projekt du hier was verwenden möchtest? Sie sind noch da, aber sie liegen nur noch im Schrank, seit die M da ist. Also ich muss sagen, morgen habe ich tatsächlich nochmal, brauche ich die Sony nochmal, weil ich habe ein Pärchen, was ich vor 10 Jahren die Hochzeit fotografiert habe. Dem hatte ich irgendwann mal versprochen, dass ich sie dann fotografiere wieder und wir diese Fotos nochmal nachstellen, 10 Jahre später. Das mache ich morgen Nachmittag und dann brauche ich aber nochmal die Farbe. Aus dem Satz schließe ich jetzt, wenn ich, ohne dass wir über den Artikel eigentlich schon geredet haben, du hast keine Farb-M dir organisiert und gekauft, sondern du fotografierst. Ich habe die Monochrom, die M10 Monochrom. Ja. So ganz ohne Farbe? Das klappt? Ja, das klappt wunderbar. Ich habe schon seit Jahren fotografiere ich gerne Schwarz-Weiß und ich habe auch immer wieder mal Farbbilder in Schwarz-Weiß umgewandelt, aber mit der Monochrom ist es dann doch schon ein bisschen einfacher, weil du brauchst die Farbkanäle nicht umwandeln. Manchmal fehlen sie so ein bisschen, aber das macht einfach viel mehr Spaß. Ich
habe die Kameras immer schon auf schwarz-weiß stehen gehabt. Das JPEG war schon immer schwarz-weiß, was ich dann mitgeschossen habe. Ja, ist so mein Stil, den habe ich dann mit schwarz-weiß gefunden. Und viele Fotografen, die einem ja so, wo mir die Fotos von gefallen, und bei der Leica ist halt oft auch schwarz-weiß zu sehen, und dann passt das schon irgendwie für mich. Nie geliebäugelt und überlegt, dass es vielleicht eine M10R, also quasi das Farbmodell, getan hätte und die Möglichkeit zu konvertieren und dafür alle anderen abzugeben, weil dann hättest du ja Farbe und Schwarz-Weiß? Doch, tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, aber und sogar mehrere Monate, bis ich mir die M10 Monochrom dann tatsächlich gekauft habe. Aber dann habe ich mich entschlossen dazu und ich vermisse jetzt auch nichts. Okay. Du hast gesagt, ein Hochzeitsberg oder ein Berg oder ein Paar, das du vor Jahren fotografiert hast. Das heißt, du machst jetzt, wenn man auf deiner Homepage schaut, sind das vor allem Menschen, Porträts, so im Großen, also wenn man mal scrollt, so ohne im Genauen zu schauen. Das heißt aber, du machst nicht nur diese Porträts, sondern du machst noch oder du hast auch Hochzeiten fotografiert? Ich habe 10 Jahre lang Hochzeiten fotografiert. 2008 habe ich angefangen. Das war ich war Fußball sehr sehr umtriebig, habe lange selber gespielt und dann auch Trainer gemacht und dann habe ich damit irgendwann aufgehört. Ich war halt gewohnt, unterwegs zu sein und meine damalige Freundin, die hat dann gemeint, ich müsste mal wieder irgendwie raus, ich ging ja wohl auf den Wecker wahrscheinlich und dann haben wir uns ein bisschen im Internet umgesehen und dann fiel uns Hochzeitsfotografie auf und die war halt schon ganz anders, wie sie halt früher war. Nicht so. Es waren halt Reportagen und das sah gut aus. Und dann haben wir überlegt, wir kaufen uns eine Kamera oder zwei Kameras, sie eine und ich eine. Und dann war der Gedanke, ja, ich kenne ja eigentlich die ganzen Sportler in dem heiratsfähigen Alter noch. Ich war ja noch Fußballtrainer, war ja kurz erst davon weg und dann bin ich auf die Sportplätze gefahren, habe ein bisschen rumfotografiert, die Bilder online gestellt und denen gefiel das und der Gedanke war schon, in die Hochzeitsfotografie reinzukommen und dann hat es nicht lange gedauert und dann kam tatsächlich schon der Erste und dann setzte sich das sofort und dann waren das teilweise bis zu 40 Stück im Jahr. Und das war dann also schon jede Woche eine. Ja, wenn die Hochzeitssaison ist ja von Mai bis, sagen wir mal, Mitte Oktober, dann weißt du schon, wie du beschäftigt bist, ja. Ja, und das habe ich aber vor etwa 2 Jahren aufgegeben und dann wollte ich auch mal wieder was anderes und mache jetzt nur noch freie Projekte, die wo ich Spaß dran habe. Die, wo du Spaß dran hast. Das klingt immer gut, wenn man sich das so aussuchen kann. Du schreibst auch auf deiner Homepage, dass du vor allem Bücher veröffentlichst und den sozialen Medien. Ich würde jetzt einfach mal den Instagram-Account hier versuchen einzublenden und mir mal 2, 3 Bilder herauspicken. Und bevor wir über die Bücher reden, mal über die Bilder reden, die man so über dich oder von dir findet. Jetzt müsstest du eigentlich meinen Bildschirm sehen, beziehungsweise ich sehe den Instagram-Account. Genau, Instagram. Aber wir müssen natürlich die Bilder noch kurz erklären, weil die Podcast-Hörer sehen das jetzt natürlich nicht. Das heißt, gibt es ein Bild, bevor ich jetzt hier eines heraushole, gibt es eines, über das du reden möchtest an der Stelle? Also wenn man so scrollt, sieht man vor allem eigentlich in der Regel freundliche Menschen. Ich bin ja auch ein freundlicher Mensch. Ja, aber ich meine jetzt keine düsteren, keine traurigen Dinge, sondern fast immer irgendwo lächelnde Menschen, die hier von dir ja, das stimmt. Also so bin ich aber auch. Ich begegne den Menschen offen und sie begegnen mir genauso offen. Also ich höre immer wieder, dass ein Shooting mit mir halt sehr, sehr, sehr so ist, als hätte man einfach ein freundschaftliches Gespräch oder einen Spaziergang gemacht. Also, dass es einfach locker stattfindet, ja. Und so mache ich es auch mit meinen Fotos. Wenn du diese Menschen da siehst, wird zuletzt dieser so ein bisschen tätowiert, jetzt gehen wir gerade wieder ein bisschen zurück, da rechts in der Mitte da, ja. Das Mädel, genau. So, für die Hörer und Hörer, was wir jetzt hier haben, wie gesagt, wir sind im Instagram-Account,
Guenther-Weber, aber ich verlinke das dann in den Shownotes, eine junge Frau, die mich hier ansieht, ziemlich frontal mit Tätowierungen am Körper. Ja, nur, dass wir mal sehen, von was wir reden oder hören, von was wir reden. Das ist eine Frau, die habe ich schon öfters fotografieren wollen, hier bei uns in der Nähe, aus dem Nachbarort. Und die hat mir immer wieder abgesagt. Ich fand sie aber sehr interessant, weil ich schon Fotos von ihr gesehen habe und habe es immer wieder mal versucht. Und dann habe ich gedacht, jo, jetzt fragst du sie noch einmal. Und wenn sie dann nicht will, dann lassen wir es halt. Und dann sagte sie spontan ja und wann und dann schrieb ich jetzt. Und dann haben wir uns tatsächlich eine Stunde später im Nachbarort getroffen und sind einfach durch den Wald spaziert. Und dann erklärte sie mir auch, warum. Sie hat da wirklich ein Problem und sagt Termine halt immer wieder ab. Das ist, da hat sie ein Problem mit. Und aber es, wir sind einfach spazieren gegangen. Also eine Dreiviertelstunde sind wir einfach erstmal so durch die Gegend gelaufen und haben ein bisschen geredet über dies und das. Und wir haben natürlich, weil wir auch hier sie im Nachbarort wohnt. Wir kennen natürlich auch, haben gemeinsame Bekannte, wo man dann drüber geredet hat. Und irgendwann haben wir dann angefangen, Fotos zu machen. Und sie war dann nachher so begeistert von und dachte, ja, jetzt, wo ich dich mal wirklich kennengelernt habe, können wir das auch gerne fortsetzen. Das ist sie. Gibt es da einen Grund, warum jemand sagt, du fotografierst dir, du hast dir ja sicher erzählt, dass du schon Fotos gemacht hast. Irgendein Grund so ganz allgemein, ich möchte nicht fotografiert werden, oder ist das eher, ja, keine Ahnung. Sie ist ja schon fotografiert worden. Ich habe ja die Fotos von ihr gesehen. Sie hat halt oft irgendwelche Ängste, Leuten zu begegnen dann, glaube ich. Okay. Aber du hast es geschafft, sie zumindest aus der Reserve zu locken. Genau. Und das ist auch gelungen. Jetzt sieht man, wenn man hier scrollt auf der Seite, eine ganze Reihe von, ich würde mal sagen, Handwerksläden, die du hier dokumentierst. Sehe ich das richtig? Oder Werkstätten, so wie dieses Bild hier. Das ist aus meinem aktuellen Projekt, aus People at Work. Das ist ein Elektriker, ein Meisterbetrieb, der das von einem früheren Besitzer übernommen hat. Und war total interessant für mich. Der repariert alte Röhrenradios und Plattenspieler und so weiter. Und lebt ganz gut davon, ja. Das ist in meinem neuen Projekt, das ist einer davon, von People at Work. Das sind 12 Teilnehmer, die ich da dokumentiere und da auch ein Bildband dann draus mache. Lass uns einmal über dieses Projekt reden. Ich schalte mal den Screen hier wieder aus, damit wir uns hier besser sehen. Das heißt, du fotografierst oder Bildbände. Du hast einen ganzen Haufen Bildbände, die du verkaufst. Machst du das selber? Hast du einen Verlag gefunden, der dich hier unterstützt, weil du so bekannt geworden bist? Nein, ganzer Haufen ist übertrieben. Das wäre dann mein dritter. Ja, eben. Das sind schon, schon dreimal so viel wie ich. Ja, ich habe tatsächlich schon von den Projekten immer ein Bildband gemacht. Okay. Bei diesem hier bin ich tatsächlich, und das der kommt ja auch bei dir schon öfters vor, inspiriert durch Andreas Jons. Okay. Und zwar ist dieses People at Work bei mir die Idee entstanden. Der Andreas hat den Bildband Diversity rausgebracht. Ich war auch damals auf der Pre-Release-Party, war das damals, weil der Bildband noch nicht fertig war, weil die Druckerei irgendwie da Mist gebaut hatte. Und da ist eine Strecke drin, wo er einen Koch auf im Baltic Hotel, glaube ich, heißt das, auf Usedom fotografiert hat. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe gedacht, Mann, das ist doch eine Idee, Leute bei der Arbeit zu fotografieren. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und es umzusetzen. Durch Corona ist es natürlich alles ein bisschen in die Länge gezogen jetzt, aber ich habe jetzt 8 von 12 Teilnehmern fotografiert und hoffe, das dieses Jahr noch abschließen zu können. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich setze mich da jetzt nicht unter Druck. Und dann wird da auch ein Bildband von entstehen und den verkaufe ich dann natürlich auch gerne. Wir werden das zumindest einmal zu deinen Bildbänden auf der Homepage verlinken und da wird dann hoffentlich auch der nächste dann auftauchen, beziehungsweise du gibst mir bekannt, wann es soweit ist und dann schickt man das nach.
wenn du jetzt solche Betriebe im Kopf hast, ja, du sagst 12, glaube ich, waren das, wenn ich das jetzt 12, richtig gehört habe. Das heißt, du gehst jetzt nicht durch die Gegend und sagst, oh, paar toll, da ist jetzt ein Schreiner oder da ist jetzt ein Schuster und da gehe ich rein und sage, wollt, darf ich euch fotografieren? Sondern du überlegst ja schon vorher, wen du aufnimmst, weil du jemanden kennst oder weil du sagst, du möchtest folgende Handwerkstypen in deinem Buch haben. Also du sagst, ich habe zwar 12 Unternehmungen, die ich jetzt fotografiere, aber 12 dann aus einer Branche oder es müssen 12 verschiedene sein oder es muss genau diese alte Handwerkskunst sein und sonst darf es nicht sein. Wie wählst du die aus? Ich wollte einfach eine schöne Mischung haben. Es ist, teilweise ist es wirklich Fingerfertigkeit und teilweise ist es richtige Knochenarbeit, was da drin ist. Ich habe mir im Vorhinein Gedanken gemacht von Leuten, die ich hier in der Gegend rumkenne, bei uns, welche Betriebe es hier gibt. Die habe ich natürlich angesprochen, wenn ich gedacht habe, es passt mir rein. Es sind aber auch welche dabei, die hatte ich vorher noch nie auf dem Schirm, die mir dann irgendwann mal einer gesagt hat, guck doch mal bei dem oder dem. Ich habe eine große Liste, aber ich habe jetzt 12 sind einfach festgelegt jetzt. Vielleicht wird es ja auch nochmal fortgesetzt, das weiß ich alles noch nicht. Aber dann würde halt der Bildband, wenn es noch mehr werden würde, der Bildband halt zu umfangreich werden. Und suchst du, also Schwarz-Weiß heißt ja auch, dass du Stimmungen einfängst, dass du Licht einfängst. Wenn ich jetzt an den Schreiner denke, wo ich jetzt vorbeigegangen bin, das war so ein altes Gebäude, ja. die Fenster natürlich komplett mit Holzstaub und die Sonne, wenn Sonne gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass die da schönes Licht in dieses in die Werkstatt hinein lässt. Suchst du schon bewusst aus, was jetzt fotografisch interessant sein könnte oder ist für dich wichtiger, das Handwerk zu dokumentieren und du als Künstler schaffst es dann schon, die Stimmung des Handwerks einzufangen. Also als Beispiel, du sagst, ja, ich brauche unbedingt den Schuster, weil der Betrieb stirbt irgendwann aus. Das ist jetzt der letzte seiner Generation, kein Nachkommen und vermutlich ist dieser Laden dann in ein paar Jahren weg. Dass du sagst, das sind jetzt Erinnerungen, das sind alte Handwerker. Schreiner hat vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr Aufleben, keine Ahnung. Aber ist das so, dass du das bewusst so aussuchst oder gehst du wirklich und sagst, okay, ich habe jetzt aus irgendeinem Grund im Kopf, ich brauche jetzt noch einen Automechaniker, ich brauche diesen Elektriker, ich brauche, keine Ahnung, eine gewisse Branche. Suchst du da ganz gezielt oder bist du das Branchenverzeichnis durchgegangen und hast gesagt, okay, den nehmen wir, den Branche nehmen wir. Interessiert mich gar nicht so, mich interessiert einfach der Mensch, der das tut. Mhm. Ja, und wenn das dann mit einem interessanten Beruf so verbunden ist, umso besser, aber mir geht es vorrangig um den Menschen, ich will gar nicht die zeigen, was er macht und wie er es macht und ja, dieses, ob der jetzt einen Schreinereibetrieb, eine Gießerei oder sonst was hat oder Glasperlen herstellt oder was auch immer, haben wir auch eine dabei, die aus Weinflaschen Glasperlen herstellt. Wunderbar, tolle Frau und richtig gut zu fotografieren, was sie da tut. Und die Dame hat auch schon, die war auch in England, hat der Queen schon zugearbeitet. Also es war total interessant, was es da so alles machbar ist und gibt. Ja. Na schön. Jetzt sind das 12 Handwerker. Wie viele Fotos pro Handwerker hast du vor? Immer die gleichen? Du sagst, du hast immer ein großes Bild, 3 kleine Bilder oder ist das wirklich unabhängig davon, weil die Menschen halt anders fotografiert wurden. Also die Frage ist, hast du so eine Art Schablone, wo du was reinpacken musst oder machst du so, wie du es brauchst? Nee. Ich fotografiere erstmal alle und speichere die Daten. Die Bilder anpacken werde ich tatsächlich erst, wenn ich fertig bin, mit allen fotografiert zu haben. Ich suche mir ja momentan immer ein Bild raus und zeige das als so ein Teaser, auch auf der Website. Das ist es aber auch dann. Die anderen gibt es erst zu sehen, wenn der Bildband da ist. Und auch die Auswahl der Bilder erfolgt erst auch am Schluss vom Projekt, wenn ich dann wirklich den Bildband fertig mache. Okay. Auch die Bearbeitung und diese ganzen Dinge machst du dann, du legst dir quasi wirklich auf die Seite und wenn du soweit bist, dann kommt das. Ich will einfach nicht direkt
Ich will das ein bisschen mit Abstand betrachten, was ich da fotografiert habe. Ich habe das aus der Erfahrung von meiner Hochzeitsfotografie. Dann kommst du da nach so einem tollen Tag heim, dann hast du jede Menge Fotos gemacht, hast das im Kopf, oh, das muss doch gut gewesen sein, das und das Foto. Und dann guckst du dir die Bilder durch und denkst, was hast du denn da für einen Mist fotografiert? Ja. Eine Woche später sieht das schon wieder ganz anders aus, weil die Bilder wieder ganz anders betrachtest. Ich will da ein bisschen Abstand zu haben, dass das nicht so emotional ist. Und auch eher eine Strecke finden, die dann wirklich zusammenpasst. Und nicht nur meine Lieblingsbilder drin sind. So. Wie lange brauchst du für diesen Abstand? Das weiß ich nicht. Ja, aber sagst du, normalerweise, wenn du das 2 Tage später anschaust, bist du noch zu nahe dabei? Gibt es da so irgendeine eine Regel, wo ich sage, wir könnten den Hörern jetzt erzählen, pass mal auf, fotografier, lass die Speicherkarte in der Kamera mindestens eine Woche und danach schau die Bilder an, du wirst was ganz anderes erleben, wie wenn du es nach 2 Tagen anschaust? Ja, bei den Hochzeiten jedenfalls war es so, dass ich da so 3, 4 Tage, dann war es auch gut. Ja, am nächsten Tag fand ich wirklich, ich habe nur Mist fotografiert. Okay. Jetzt hast du ein zweites, für mich auch eigentlich interessantes Projekt, ich glaube, auch ein Buch geworden, das nennt sich Schenk mir 2 Minuten, ja, kurz wieder einblenden. Mhm. Das ist, also wenn ich es richtig verstanden habe, ein Buch mit großformatigen Porträts, sehe ich das richtig? Richtig. Das sind einfach du schreibst auf der Homepage Porträts. 174 Fotos ja. Mit Menschen. Mit Menschen, genau. Das ist auch auf einer Hochzeit entstanden, diese Idee. Da gibt es ja immer Leute, die sich nicht gerne fotografieren lassen, die möglichst wenig auf dem Bild sein wollen und so weiter. Und irgendwann war die Situation, da habe ich gesagt, gib mir 2 Minuten. Dann machen wir, in der Zeit haben wir ein tolles Foto von dir gemacht. Und dann haben wir das gemacht und das war auch tatsächlich so. Und aber daraus entstand die Idee, ich mache jetzt, rufe Leute auf, die sollen mir 2 Minuten ihrer Zeit schenken. Und ich mache ein Foto von ihnen und dann bin ich auch wieder verschwunden. Das dauert nicht lange, braucht keiner groß was tun. Und dann war das so ein Selbstläufer. Und es haben sich immer mehr Leute gemeldet. Und bei 174 habe ich dann aufgehört. Den Abschluss sollte eigentlich auch hier der Andreas Jorns machen. Der hatte auch schon zugesagt. Aber dann kam diese Pandemie. Und er war, glaube ich, auf Föhr hatte er ein Projekt und dann wollten wir es verschieben. Und dann kam die Pandemie und dann hat er halt, haben wir es halt, oder ich habe es dann einfach so abgeschlossen ohne den Andreas, weil irgendwann wollte ich ein Ende dafür finden. Ja. Die 120 Sekunden sind okay. Wie hast du die Leute angesprochen? Bist du durch die Stadt gegangen und gesagt, sie gefallen mir, ich würde gerne 1 Minute ja, oder 2 Minuten fotografieren? Ich habe die teilweise angeschrieben, ja, über soziale Medien. Manche habe ich auch gekannt und dann, das war auch halt so, Freundinnen, die es weitergesagt haben und so, dann haben die Leute sich von selber gemeldet. Und manche sind eine Stunde gefahren für so ein Foto und das war unglaublich. Ja. Oder ich bin halt auch gefahren für ein 2-Minuten-Foto, bin ich einfach auch schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde durch die Gegend gefahren. Ja. Jetzt aus technischer Sicht, ich habe jetzt da einen Mann, Bartstoppel, zumindest am Schwarz-Weiß-Bild, graue Haare, knackscharf. Ich frage jetzt einfach, hast du das schon mit der Leica fotografiert? Nee, das war 2017. Da habe ich mit der Olympus Pen F fotografiert. Also, ja, mit dem kleinen ganz Sensor. Ganz was anderes. Ganz was anderes, obwohl ich hätte die gerne mit Vollformat. Das wäre meine Kamera. Die muss ich wirklich sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Die liegt auch noch hier. Das hat folgenden Grund gehabt. Ich habe früher die dicken Canon-Kameras gehabt und die schweren Objektive. Und irgendwann hat sich so Schulter-Nackenbereich Tennisarm gemeldet und bin dann umgestiegen auf diese kleinen Olympus-Kameras und habe damit weiter Hochzeiten fotografiert. Ich hatte es mal parallel getestet und das ging. Und diese Fotos sind die größtenteils mit der Pen F entstanden. Allerdings schon mit einem Leica-Objektiv. Das war das Panaleica, dieses 42,5, umgerechnet 85 mm mit 1,2er Lichtstärke. Die sind eigentlich fast alle Fotos mit entstanden. Mhm.
Wie viele Fotos machst du, um dieses eine Bild zu generieren? Also du hast nur 120 Sekunden, das ist zumindest das, was oben drüber steht. Ja? Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du auf die Stoppuhr schaust, den Wecker stellst, jetzt sind 120 Sekunden um, danke, ich gehe wieder. Also ich vermute mal, dass das trotzdem 5 Minuten gedauert hat. Aber wie viel Bilder entstehen oder müssen entstehen, damit du dann dieses eine Bild, was ich jetzt hier offen habe auf deiner Homepage, dass dieses eine Bild dann ja entstanden ist? Ja, weil ein bisschen Ausschuss gibt es immer, der schaut falsch, der hat die Augen zu, du stehst in der falschen Richtung oder irgendwas. Oder bist du so, dass du sagst intuitiv, du stellst dich hin, machst das Foto, eines reicht und gehst wieder? Das war manchmal der Fall. Manchmal sind das auch 5, 6 Fotos geworden. Bis ich dann. Aber tatsächlich gibt es Fälle, wie bei ihm hier. Das ist ein ehemaliger Arbeitskollege, der dann nochmal da war. Der lässt sich auch gut fotografieren, das wusste ich, das stelle ich mal dahin, ich mache gerade ein Foto, das war's. So einfach ist es. Ich habe auch meine jetzige Freundin damals so kennengelernt. Die haben wir uns getroffen. Ich habe ein Foto gemacht. Ein Foto. Ich habe drauf aufs Display geguckt. Ich habe gesagt, okay, das danke. Und ich war schon fast beleidigt, weil ich nur ein Foto gemacht habe. Aber also 10, 12 Fotos sind tatsächlich nur einmalig passiert. Also das ist geht schon. Also das, ich sage immer, das ging so schnell, denn die haben gar nicht Zeit, doof zu gucken. Das ist gut, ja. So kann man auch steuern an der Stelle. Das da wieder weg. Zurück zum Leica. Du fotografierst jetzt ein bisschen Technik, weil das wollen die Hörer vielleicht auch mal hören. Du fotografierst jetzt, so wie du das gesagt hast, fast ausschließlich mit der Leica Monochrom. Porträt, das heißt wahrscheinlich nicht mit 21 mm, sondern mit welchen Optiken fotografierst du diese Menschen? Ich habe das 50er Summilux 1.4 und habe dazu, ja, das nehme ich für Porträts. Also, habe ich mir jetzt 2 Vogtländer-Objektive geholt, beide 35 mm, das eine SC und das andere MC. Das ist einfach vergütet und mehrfach vergütet. Das teste ich jetzt mal parallel. Weil das einfach vergütet halt diese schönen Flares produziert. Das will ich mal ein bisschen mit rumspielen. Aber eigentlich ist meine Porträtbrennweite und meine Linse ist das 50er. Ja. Andere auch noch? Oder fotografierst du alles mit 50 und dem 35er? 50er und 35. Achso, ich habe für 28 mm habe ich die Leica Q. Oh ja. Gut. Die setze ich für das Projekt People at Work mit ein. Also statt einem zweiten Objektiv eine zweite Kamera. Ja, da war die Kamera günstiger. Ist Summe billiger wie das Objektiv, das kenne ich. Das gute Objektiv teurer wie das gute Objektiv an der Kamera schon angeflanscht. Genau. Und, Q1, Q2, Q-Monochrom? Es ist die Q1. Nee, die aber ist in Farbe. In Farbe, ja. wobei man sagen muss, die Haptik der Q ist ja schon sehr nahe an der M. Von den Möglichkeiten der Einstellungen, wenn man den Autofokus nicht nutzen würde. Genau, man ist ja ganz deswegen schnell. Sagte ich ja eben, ich habe mich so an die M hingearbeitet, auch mit der Q schon. Ja. Wenn du mit der M fotografierst, bisschen Automatik hat sie ja, man könnte beispielsweise die Zeitautomatik verwenden, also dass die Kamera sich selbst mal die Zeit aussucht aufgrund der Belichtung oder auch die ISO-Automatik. Nutzt du irgendetwas von diesen Dingen? Ja. Wenn ich draußen gutes Licht habe, nutze ich auch die Automatiken. Ja, sehr gerne, weil es funktioniert sehr gut und warum soll ich sie nicht nutzen? Ja. Wenn ich gleiche Lichtverhältnisse irgendwo habe, dann natürlich stelle ich es gerne manuell ein. Aber ansonsten nutze ich auch gerne die Automatiken, weil Auto-ISO steht bei mir fast immer auf Auto-ISO. Ja. Ja, wobei die MC Monochrom ja. Ich sage mal so. Ja, da mache ich mir gar keine Gedanken um die. Ja, keine Probleme hat und auch das Rauschen ein ganz ein anderes ist wie diese klassischen Farbrauschflecken, ja, die man sonst nimmt, so man, sehen man, man nimmt das ja gar nicht als Rauschen wahr, das sieht ja eher aus wie Korn. Ja. Du schreibst in deinem. Was ich mir wünschen würde, dieser Messsucher ist schon schwierig manchmal für Porträts und gerade. Was mir aufgefallen ist, ist ganz was Merkwürdiges, finde ich. Ich fotografiere ganz oft im Querformat, aber bei der M drehe ich es gerade andersrum.
Ich drehe es automatisch auf Hochformat. Okay. Um meine Porträts zu machen. Dann ist Suche schwierig. Ja, das merke ich. Aber ich weiß gar nicht warum. Es ist mir nur aufgefallen, warum drehe ich eigentlich die Kamera ständig auf Hochformat an, wo ich sonst bei den Kameras mehr Querformat fotografiert habe. Auch die Porträts in Querformat? Auch die Porträts in Querformat. Komisch. Ja. Was ich weiß, ist, dass mit dem Messsucher die Geschichte, dass der Querformat sich leichter bedienen lässt wie Hochformat. Ich muss gestehen, ich habe noch niemanden gefunden, der mir das jetzt wirklich technisch erklären kann. Aber ich kenne niemanden, der Hoch- und Querformat gleich leicht fokussiert. Ja, das stimmt, das ist mir direkt aufgefallen. Ich habe es ja getestet, einmal quer, einmal Hochformat. Mhm. Das Querformat hat wunderbar gepasst, das Hochformat war unscharf. So schlimm. Ja, nicht. Also zumindest nicht so scharf wie das im Querformat. Also es kann es besser fokussieren im Querformat. Warum das ist, keine Ahnung. Also, aber es geht, glaube ich, den meisten M-Fotografen so. Du schreibst ja auch weiter. Ja. Den Visoflex dazu geholt. Habe ich auch mal getestet, aber der liegt auch noch in der Tasche rum. Was stört dich? Es ist was anderes zu fotografieren durch so einen Messsucher. Als, man will es auch eigentlich so nutzen. Dafür ist die M, glaube ich, gedacht. Und man ist eher, man erarbeitet sich das Bild eher und ist vielleicht auch ist eine andere Sache, so zu fotografieren, denke ich. Das ist ja das, was die Werbung eigentlich auch sagt, dass du durch diesen Messsucher, der ja im Prinzip immer mehr bei 15 mm zumindest einmal, mehr anzeigt beim Durchschauen, als am Bild dann drauf sein wird. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz so M-affin sind und das zwar hören, aber vielleicht nicht in der M-Technologie so drin sitzen, der Messsucher heißt, man schaut quasi durch ein Stück Glas durch und nicht durch das Objektiv. Das heißt, man sieht immer das gleiche Bild, egal welche Brennweite man verwendet, aber der Ausschnitt, den man sieht, ist immer der gleiche. Und man hat halt in diesem Glas einen Art Rahmen eingebaut, eine Linie, die mir sagt, bis hierher geht bei mir das 50 mm Objektiv und alles, was links und rechts, oben und unten davon ist, das ist nicht mehr auf dem Bild drauf. Man sieht es zwar, aber es wird halt nicht aufgenommen durch 50 mm. Und bei 50 mm oder auch bei 75 ist es halt schön, man kann viel besser gefühlt, viel besser komponieren, wenn man halt einfach das sieht, was links und rechts wäre, wenn ich die Kamera ein bisschen schwenke, rauf und runter hebe. Beim Visoflex. Der Visoflex ist quasi der verlängerte Bildschirm, den kann man auf die Kamera oben aufstecken und dann sieht man quasi wie bei einer modernen spiegellosen Kamera auf ein Display, aber das hat jetzt die Eigenschaft, dass man wirklich das sieht, was am Foto drauf ist, also nicht mehr den Messsucher, der etwas mehr zeigt, sondern nur noch das, was man sieht. So wie du sagst, das ist anders, ne? Also von der Haptik, vom Gefühl. Es fühlt anders. Sich einfach anders an. Ein Messsucher ist irgendwie, ich finde es einfach schöner. Wenn es auch schwieriger ist, manchmal. Ich finde es trotzdem schöner. Ich würde mir nur wünschen, dass es auch den Messsucher selber, dieses kleine Teil, was man dann da wirklich sieht, wo man scharf stellt, dass es sich überlappt, das hätte ich gerne noch verteilt auf dem im Sucher drin. Dann könnte ich noch besser komponieren. Ich glaube weniger das Komponieren. Wenn ich gerne Offenblende fotografiere, ist das schon sehr schwierig manchmal. Also wir reden jetzt gerade davon, dass der Messsucher in der Mitte fokussiert. Und zwar ausnahmslos in der Mitte fokussiert. Und wenn wir mit Summilux Blende 1.4 in einen Meter Entfernung reden, dann haben wir keine 30 cm Spielraum mehr in der Schärfentiefe, sondern sind es nur noch ein paar Zentimeter. Und jetzt kommt das Spannende beim Messsucher und das Problem, das du hast, das haben ja andere auch, die sagen, okay, ich hätte gern mein Gesicht scharf, mein Auge scharf, aber ich möchte das Motiv nicht in der Mitte haben. So, und in dem Moment, wo ich jetzt scharf stelle und dann die Kamera schwenke nach links oder nach rechts oder auch nur Luft hole und die Kamera durch 2-3 Zentimeter nach vor oder nach hinten wandert, bin ich ja nicht mehr im Fokusbereich. Und das ist genau das Problem, das der Messsucher hat. Und gefühlt ist das vermutlich auch, oder vermutlich ist das auch der Grund, dass man glaubt, dass die M-Fotos immer sehr zentriert aufgenommen werden, weil die Menschen halt einfach leichter zum Fokussieren sind, wenn sie in der Mitte sind. Weil sobald ich schwenke, wird es schwierig.
Ja, ich gebe zu, der Visoflex oder das Bild, der Bildschirm, der kann natürlich jetzt hier hin und her scrollen und ich weiß nicht was alles, aber der Messsucher kann das nicht. Und du hast aber auch keine Chance, außer dass du beim Bewegen der Kamera den Abstand zu 100% einhältst. Das heißt, du darfst nicht atmen, das Model darf nicht atmen, du darfst nicht schwenken, also nicht falsch schwenken, das kannst du vergessen. Schlichtweg unmöglich. Viel Übung, viel Erfahrung und Glück. Viel Übung, viel Erfahrung. Ich probiere es schon ein bisschen anders zu fokussieren, dass ich denke, das müsste dann so ein bisschen mehr oder weniger fokussiert sein. Ja, Erfahrung halt. Mal gucken, wie es kommt. Ja, da hat, könnte man natürlich sagen, der Autofokus manchmal Vorteile. Du schreibst auch weiter in deiner Liebeserklärung an deine M. Die M ist eine Zicke. Ja. Was zickt? Ist sie. Ja, also eine M, ja. Peter Kabe, glaube ich, war das, der hat gesagt, eine M erzieht mich. Ja, eine M erzieht den Fotografen und wenn man nicht das macht oder wenn man der M nicht genau sagt, was sie tun soll, dann macht sie, was sie glaubt, dass sie tun soll und das ist bei weitem nicht das, was sie soll. Ja, also man muss wissen, genau, was man tut, man muss dieser Zicke quasi einmal die Sporen geben. Aber warum Zicke? So, dass die hier das... Ja, man muss sich tatsächlich vorher Gedanken machen, viel mehr ums Bild, denke ich. Ja. Die Einstellung war eben viel mehr vorher, als ich das mit der Sony oder mit der Olympus getan habe. Dann nimmst du einen Autofokus und stellst das Auge scharf und dann ist es das. Ne. Aber hier mache ich nur Gedanken um den Abstand und ums Fokussieren, um die Belichtung. Da mache ich mir viel mehr Gedanken und umso schöner ist es aber auch, ja. Und dann bist du auch viel, irgendwie ist man viel mehr stolz auf ein gelungenes Foto, als das mit den anderen Kamerasystemen so war. Ja, das Foto hat man sich so ein bisschen erarbeitet. Ja, das sagen aber viele, dass, oder wenn wir jetzt da Sebastian Scholz zitieren darf, dass das Tormanager hier in Nürnberg, der sagt auch, bei einer M ist es so, wenn du ein gutes Bild gemacht hast, dann kannst du nicht sagen, die Kamera war es, sondern warst du das. Ja. Und die Freude, dass dieses gute Bild entstanden ist, ist wesentlich größer, als wenn du bei einer, die Hörer mögen das jetzt verzeihen, bei einer komplett vollautomatischen asiatischen Kamera, die alles kann, die Augenfokus hat und die sogar Tieraugenfokus mittlerweile hat, da muss man jetzt, wenn man ganz böse formulieren würde, gar nichts mehr tun. Du musst eigentlich die Kamera nur noch in die Richtung halten und den Rest macht die Kamera. Und wenn man hört, dass es Einstellungen gibt, wo du das Braut oder die Braut quasi der Kamera speichern kannst, dass die Kamera danach die Braut erkennt und versucht, auf die Braut scharf zu stellen. Egal, was am Motiv drauf ist, der erkennt den Menschen und fotografiert den Menschen scharf, egal wo er steht. Dann ist das zwar wahrscheinlich für den Berufsfotografen eine tolle Sache, weil der Ausschuss wird vielleicht geringer, aber für die Tätigkeit des Fotografierens fehlt was. Würde ich jetzt behaupten, weil wenn ich jetzt an mich denke... Das würde mir ja keinen Spaß machen. Das ist es, ja. Ne, dann so ein, ja, die M zu bedienen und das, dann so ein tolles Foto rauszukriegen, das macht richtig Spaß, ja. Die fühlt sich auch klasse an. Also das ist ja ein Stück Eisen, was man da in der Hand hat. Das ist ja schon sehr wertig. Ist kein Ergonomie-Monster, sondern das ist schon wirklich ein schweres Stück Eisen, was man da in der Hand hat. Und ich habe mir auch die Daumenstütze direkt gekauft. Ohne habe ich immer das Gefühl, hoffentlich fällt sie dir nicht runter, das muss jetzt nicht sein. Und so, ja, habe ich mir direkt dieses tolle Stück Eisen doch dazu gekauft. Hast du ein ja, aber das ist etwas, ich glaube, du schreibst das eh irgendwo, man muss jetzt nicht drüber nachdenken, wie sinnvoll diese Investitionen sind und ob man die gleichen Aufgaben nicht mit anderen Modellen lösen kann, aber du hättest wahrscheinlich weniger Spaß dabei. Und ich erwische mich ja selber beim Fotografieren, dass ich mir denke, ich habe jetzt da Fotos auf der Speicherkarte, es interessiert mich gar nicht mehr, die anzuschauen. Aber das Machen des Fotos, das war einfach schön. Du, kann mich erinnern. Dieses Auslösegeräusch von der M10 Monochrom, also das ist so gut. Also man mag ein anderer ja sagen, der hat sie nicht mehr alle. Ich verstehe das. Was findet er daran schön? Aber, ja. Mittlerweile sind alle froh, dass es das Auslösegeräusch nicht mehr gibt.
Ja, und wir freuen uns wieder, dass es das Auslösergeräusch noch gibt. Ja, also wobei Auslösergeräusch könnte man ja auch aus dem Lautsprecher produzieren. Aber es ist ja die Kombination, das Geräusch diese Haptik, und das, doch, ja, trotzdem die Vibration, die dieser Auslöser macht. Genau. Wobei es ist übertrieben. Also wir reden jetzt nicht von einem Spiegel, der da auf und ratsch, zack, und die ganze Kamera wackelt wie bei einem Hasselblatt, wo das Gehäuse quasi einmal richtig tschack macht, ja. Aber es ist trotzdem, man fühlt das Auslösen. Und wenn das nicht mehr da ist, ja, dann haben wir zwei weniger Spaß beim Fotografieren. Ganz genau so. Glaubst du, dass deine Motive, um nicht zu sagen Models, das merken, dass du mehr Spaß hast, wenn du mit der M fotografierst, als wenn du mit einer anderen Kamera kommen würdest? Das glaube ich wirklich, ja. Das glaube ich wirklich. Dass überträgst das du das auf die Models? Ja. Naja, ich glaube, ich rede auch jedes Mal, wie toll das mit dieser Kamera ist und mir gefällt. Und lasse ich die auch dann mal anfassen und heben. Und jeder ist ja überrascht, wie schwer das Teil ist, auch wenn sie so klein aussieht. Doch, ich glaube schon, dass ich das überträge. Ich habe eine ganz andere Stimmung dabei. Mhm. Hast du das silberne oder das schwarze Summilux? Das schwarze. Okay, das silberne ist mir noch ein Stück schwerer, das ich habe. Das ist so richtig schwer. Mir gefällt halt schwarz besser. Das hat jetzt gar nichts damit zu sagen. Viele wollen ja das silberne haben, weil es ja auch wertiger anscheinend ist mit dem Silber. Aber das ist mir schon schwer genug so. Ist ja schon passiert, dass jemand gemeint hat, wann kommst du dann mit der Kamera, wenn du jetzt mit der M kommst? Das ist ja Spielzeug im Vergleich zu dem, was andere bringen beim Fotografieren. Das habe ich ja schon Jahre vorher mit der Olympus, mit der Pen F hinter mir. Mhm. Die ist ja auch, das ist ja dagegen ein Spielzeug, so ist ja auch so die, etwa die Größe, und die Objektive waren ja auch recht klein. Dann bin ich natürlich auch auf Hochzeiten gefahren mit so einem kleinen Ding, da hatte ich zwei davon. Mhm. Eins mit Weitwinkel und eins mit Porträtlinse halt. Und dann sind ja da oft halt Freunde oder Onkel oder sonstige, die auch die dicke Kamera mitschleppen auf die Hochzeiten, weil sie alle meinen, sie müssen auch fotografieren. Und dann gucken die, wenn der Fotograf da mit so einer kleinen Kamera kommt, und dann nehmen sie dich ja eigentlich so gar nicht wirklich ernst. Aber in der Zeit, wo sie dich nicht ernst nehmen, hast du schon immer tolle Fotos gemacht. Ja. Und dann habe ich so ein iPad gehabt, das habe ich oft beim Essen dann rumgehen lassen mit so den ersten Fotos. Und dann kamen die immer erstaunt angelaufen und wollten gucken. Entweder haben sie dann wirklich mit dir reden wollen oder gar nicht mehr. Das ist die Frage, ja. Denn diese Liebesgeschichte, jetzt muss ich mal schauen, von wann ist die? Wie alt war das jetzt? Nicht allzu alt sein. Über die M10 Monochrom gibt es ja noch nicht so lange. Denn was du noch schreibst. Ich sag mal 2 Monate oder 3, keine Ahnung. Abgesehen davon, dass du auf die Küchenwaage die Kamera legst, weil du mal wissen willst, wie schwer das wirklich ist. Du schreibst so also schön, sie fordert mich heraus, aber sie lässt mich ratlos zurück, wenn ich mal wieder den Fokus versemmelt habe und das Foto trotzdem einfach geil aussieht. Und das war jetzt ein Zitat. Ja. Du bist einer von den Leica-Fotografen, nein, anders. Ich habe irgendwann mal gesagt, die Leica-Fotografen sind die einzigen, die unscharfe Bilder immer noch schön finden. Als Ausrede dafür, dass sie es nicht scharf stellen konnten. Das ist das, was mein Gegner dann einmal erzählt hat. Das ist aber tatsächlich so. Ne? Ich finde die unscharfen Bilder teilweise besser als die, die scharf sind. Das hat was. Ja. Gehst du her und machst die Bilder absichtlich unscharf? Also Kunst zu sagen, defokussierte Fotos von Menschen? Manchmal schon. Ja, aber bisher probiere ich immer noch erstmal die scharfe Version hinzubekommen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn ich sie ja immer auf Hochformat drehe. Da bin ich dann schon am Üben. Ich habe zuletzt, da ist auch ein, auch auf dem Instagram-Account ist, fällt mir gerade ein, da ist so eine Frau drauf mit so einem gestreiften T-Shirt. Die habe ich in Koblenz getroffen, kurz fotografiert.
Sie ist auch Teilnehmerin meines Projektes, aber ich habe sie vorher mal getroffen, um ein bisschen zu reden. Und da gibt's, habe ich zwei, drei Bilder von ihr gemacht. Da mit dem, genau, das ist es. Ja. Und wenn man in Instagram wirst du es nicht sehen, aber die Augen sind unscharf. Ja. Da gibt es aber noch eine Version von, da sind die Augen scharf. Aber dieses hier gefiel mir vom Ausdruck her viel besser. Und ob die Augen jetzt wirklich unscharf sind oder nicht, hat mich dann nicht mehr gestört, weil es auch so noch gut aussieht. Angekommen. Was machst du mit diesen Bildern? Wenn ich jetzt bleib mal bei dieser Frau, im Instagram steht Charlotte. Was machst du jetzt mit diesen Bildern? Ist das etwas, was auf deiner Festplatte, Klammer, auch Instagram ist für mich Festplatte, liegt in einer Auflösung, so wie du sagst, man kann ja eh nicht erkennen, ob das scharf oder unscharf ist, weil auf meinem großen Bildschirm ist die Frau jetzt da schon ein bisschen größer, ja, aber normalerweise ist Konsumieren von Instagram, ich sage mal Handy und Tablet, dann ist sie nicht ganz so Ja. groß wie hier jetzt dargestellt. Was geschieht mit denen? Mit den Bildern? Die bleiben erstmal, ich speichere alles auf Festplatten. Also ich lösche auch nichts. Die Festplatten sind nicht mehr so teuer. Die bleiben alle da. Und wenn ich sie bearbeitet habe, dann kopiere ich sie mir in bestimmte Ordner und das manchmal drucke ich sie aus. Das heißt, immer mehr drucke ich aus, weil es einfach schön ist, solche Fotos hier einfach nochmal durchzugucken. Aber ansonsten, die Leute bekommen sie aber ansonsten passiert nichts dabei. Es sei denn, ich komme irgendwann mal auf die Idee, mal wieder aus dem Archiv irgendwas zu machen. Man Okay. sollte sein Archiv nicht unterschätzen. Aber das heißt, du bist auch einer von denen, der die Fotos zwar sammelt, also quasi Jäger und Sammler, nichts löscht. Das habe ich auch das Problem, dass meine Festplatte immer voll ist, egal wie groß sie ist, aber sie ist voll, weil es irgendwo wieder Sicherung gibt, die man sonst nicht gemacht hätte. Aber du hast nicht, also nicht die Hälfte der Bilder irgendwo ausgedruckt in irgendwelchen Fotoalben, wie man es vorher mal gemacht hat, sondern eigentlich ist deine Präsentation deine Homepage und Instagram. Genau. Wenn du jetzt so durch die Was ich Stadt halt gehst, mache, ja. also du siehst hinter mir, siehst du, das können die Ja. Hörer jetzt nicht sehen, das sind auch so, das sind DIN A3 Plus Ausdrucke. Okay. Die bekommen die Leute auch von mir. Ja. Gut, das Also wenn wäre ich die dann nächste Frage irgendwann. gewesen. Ja. Wenn du auf der Straße gehst und jemanden siehst, würdest du den fragen, ob du fotografieren kannst? Das ist einmal die erste Frage. Habe Zeigst du ich auch schon dann, gemacht. Ich ja? habe vor diesem Schenk mir 2 Minuten Projekt, hatte ich irgendwann im Kopf mal Gesichter Nauerts, habe ich die genannt, also von meinem Heimatort. Dann bin ich halt oft zu Fuß unterwegs und habe dann alle möglichen Leute einfach fotografiert. Hast Die du haben natürlich auch dann die Bilder bekommen. dann einen kleinen Bildband mit, um deine Fotos zu zeigen? Weil wenn du jetzt auf jemanden zugehst und sagst, ich fotografiere sie jetzt einmal, zeigst du dann her, was du sonst so gemacht hättest, so nach dem Motto, das ist nichts Böses, das schaut nett aus, ich kann ihnen zeigen, wie ich sonst arbeite. Hast du da so ein Portfolio mit in einem Form eines, also eines Bildbandes, so eines Fotoalbums, das man sich so mal druckt irgendwo? Wenn, dann bin ich nur mit der Kamera unterwegs. Ich habe eine kleine Kameratasche. Hier rum kennen mich natürlich alle Leute. Ne? Ich bin ziemlich bekannt in der Gegend und Okay. gerade durch die Hochzeitsfotografie oder als Fußballer bin ich hier bekannt wie ein bunter Hund in unserem Umkreis. Da kennen mich eh alle. Wenn ich aber woanders unterwegs bin, dann muss halt das Handy reichen, dass man was zeigt oder jemand ein Kärtchen abgeben oder so. Es gibt eine Dame, die ist, glaube ich, auch auf der Homepage drauf. Das ist so eine Dunkel. Die Emma, glaube ich. Kannst du die Homepage gerade nochmal Gerne. aufrufen? Die müsste da mit drauf sein. Die hat so ein Turban da auf. Gehen wir ein bisschen runter. Da ist sie da in der Mitte irgendwo, genau. Sie? Ja. Genau. Die habe ich gesehen in Koblenz. Und zwar hat die in so einem Bekleidungsladen gearbeitet. Und die hat mir unheimlich gut gefallen. Und ich hatte gerade ein Shooting mit einer anderen Dame vorher gehabt in Koblenz.
Also ich bin da mehrmals, ich habe mich nicht getraut, die damals anzusprechen. Ich bin mehrmals um sie rumgelaufen an verschiedenen Tagen. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, jetzt fragst du sie einfach mal. Und sie hat dann freundlich reagiert und ich habe ihr das auch ein Kärtchen gegeben. Sie sollte mal auf meine damalige Website gucken. So in der Art würde ich gerne mal Fotos von ihr machen. Und sie dachte, danke, und sie wird sich melden. Und dann habe ich ein Jahr lang nichts gehört. Und dann hat sie sich gemeldet. Hat sie sich tatsächlich noch gemeldet und sie hat bei Schenk, das ist ein Foto aus Schenk mir 2 Minuten. Ja. Da hat sie dann mitgemacht. Und ist ein ganz, ganz toller Mensch und hat richtig Spaß gemacht, sie dann wirklich mal fotografieren zu können. Aber da bin ich wirklich rumgeeiert. Ich wusste nicht, soll ich sie ansprechen oder nicht? Ich habe mich nicht wirklich getraut. Aber dann war es auch okay. Aber ein Jahr später erst gemeldet. Hätte ich nie mehr mitgerechnet. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist das dann der Punkt, wo man sagt, okay, wie viel Prozent, kann man das so sagen, wie viel Prozent melden sich nicht? Oder kommt das nicht so oft vor, dass Die das von so den passiert? meisten kriegst du ja da direkt die Rückmeldung. Okay. Also die meisten sagen, würde ich sagen, direkt ja oder sagen halt auch, nee, möchte ich lieber nicht von mir, ich lasse mich nicht gut fotografieren. Und gibt es ja ganz viele. Ist das ungefähr die Hälfte, die dann Nein sagt? Ich glaube, der Anteil ist nicht so groß, nein. Also die Das meisten würde ich sagen jetzt ja, wenn sagen. du sie fragst. Ja. Okay. Bist du wieder weg. Wenn du solche Schwarz-Weiß-Bilder machst, wie dieses Porträt hier, hast du da irgendeinen, ja, einen Lieblingsfotograf, der, wo du sagst, das war eigentlich der Fotograf, der dich dazu bewogen hat, von den Fotografien wegzukommen und nur noch Porträts zu machen, fast ausschließlich Porträts und Reportagen zu machen? Außer Ich jetzt habe halt Andreas schon immer Jorns. gern mit Menschen zu tun gehabt. Das hat jetzt gar nichts mit das Fotografen. Lindberg gefällt mir halt sehr gut. Andreas sowieso, den mag ich ja sowieso auch als Mensch sehr gerne. Ja, gerade jetzt der Bildband, wo mit dem Elliot Erwitt, den du da auch irgendwo im Hotel liegen hattest, den haben wir jetzt hier. Zufall, ja. Ja, das ist manchmal. Ich dachte, ich habe den meiner Freundin gezeigt einen Tag vorher und dann gucken wir einen Tag später hier bei dir am Instagram, hast du den Bildband da vor dir Also liegen. für diejenigen, die jetzt nicht wissen, von was wir gerade reden, ich war mit meiner Frau jetzt 2 Tage in Urlaub in einem Hotel in Süddeutschland und in der Lobby gab es, weil schlechtes Wetter, geht man halt einmal durch die Lobby und bleibt nicht nur im Zimmer oder geht spazieren, ja, sondern da gab es Bildbände von New York bis Kenia und von Namibia bis Fotografen und da war auch der Elliot Erwitt dabei und den habe ich mir mitgenommen und dann sind wir an die Bar gegangen. Ich habe 2 Bücher geschnappt, eine für mich, eine für meine Frau. Und dann habe ich, weil man halt sonst nichts zu tun hat, so diese typischen Leica-Fotos gemacht. Also Leica-Fotos in Form, man nimmt die Kamera und fotografiert mit einer anderen Kamera, mit dem Handy, die Leica. Ja, ich glaube, die Leica-Kamera ist ja eines der Kameramodelle, die am meisten fotografiert wird. Also nicht mit der man fotografiert, sondern die man fotografiert. Und da war das Buch dann drauf im Hintergrund. Getränk und der orange Kameraremen, der zum Campari gepasst hat. Also, Genau. das, ja, und dann kommt der Zufall, dass du sagst, na, irgendjemand hat, glaube ich, geschrieben, er hat es gerade erst noch gekriegt als alten, Ja, also, das warst war es ich. du? Ich habe Okay, das ja, mir gut. gebraucht gekauft. Ja, genau. Ich habe es gebraucht gekauft, teurer als es eigentlich war früher, Ja, gut. aber ich wollte es halt haben. Und dann, das ist ja so ein Trümmer, den kriegst du ja kaum gehoben. Also da musst du ja schon. Ja, dicke Seiten vor Aber ein allem. toller Fotograf. Ja. Gibt es ein Buch, wo du sagst, das ist dein Lieblingsbuch? Du hast es zwar nicht oder du hast es schon, aber du würdest jedem, der irgendwie mit Fotografie zu tun hat, das empfehlen? Buch selber jetzt nicht, ich habe jede Menge Bildbände, aber das ist ja Inspiration auch pur, ne? Wenn du auch das nicht so eins und eins nachmachst, aber das bleibt ja irgendwo hängen, wenn du dir solche Fotos irgendwo anguckst. Das finde ich ganz toll, Bildbände zu gucken und auch zu haben. Ich habe damals, es gibt einen Bildband, den ich mir gekauft habe, der heißt Created Equal, glaube ich, von Mark Leiter.
glaube ich, Mark Leiter. Den habe ich mal auf einen Tipp von einem Steffen Böttcher bei, ich weiß gar nicht mehr, wo der herstammt, den habe ich ihn bestellt. Der kostete normal 120 Euro, glaube ich. Den gab es damals für 14 Euro zu kaufen. Und mittlerweile wird der gehandelt für über 1000 Euro. Oh. Buch als Wertanlage. Also ein Schnäppchen. Das war wirklich eine Wertanlage. Ne? Also der Vergleich in diesem Bildband stellt er immer Leute gegenüber, die irgendwo zum Beispiel ein Verbrecher mit einem Gefängnisaufseher oder ein Pfarrer mit einer Prostituierten oder irgendwie so und macht aber immer die gleiche Art Fotos. Genial. Okay. Also den kann ich jedem empfehlen, nur man kriegt den so nicht. Ne? Ja, du kannst ja mal warten, was jetzt passiert, wer dein Exemplar haben möchte. Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich den hergeben würde. Noch nicht. Du hast auf deiner Homepage einen Blogbeitrag, der heißt Equals. Geht das in diese Richtung? Ja. Das ist so ein bisschen schon. Es hat aber damit zu tun, mein Vater ist letztes Jahr verstorben im August. Und wir haben noch zwei Brüder und wir haben das natürlich hier alles aufgearbeitet. Meine Mutter ist schon 10 Jahre vorher gestorben und haben die alten Fotos von uns gefunden und wie man sich halt verändert hat. Und dann kam halt so die Idee, hey, wir fotografieren uns jetzt und stellen die Fotos von früher gegenüber. Und dann habe ich auch gedacht, ach, das wäre jetzt auch ein schönes Projekt in der Zeit, wo sonst nichts läuft. Mhm. Ist auch ein bisschen eingeschlafen. Ich will das fortsetzen nach dem People at Work Projekt wieder. Und dann habe ich auch schon ein paar Leute hier aus der Gegend zu mir geholt oder ich bin da hingefahren und hab versucht, das Bild von früher, was die von sich hatten, so nachzustellen. Mhm. Und dann soll nachher erst ganz zum Schluss die Auflösung kommen, wer das eigentlich ist. Ja, das war jetzt nämlich meine Frage auf deiner Homepage. Im Blogbeitrag sieht man quasi die Kinderbilder und dann eben rechts das Fragezeichen. Ich wollte dich jetzt einfach fragen, ob du jetzt quasi die Menschen suchst, wo du ein Kinderbild schon hast. Aber nein, du hättest es schon und du verrätst es irgendwann einmal im Bildband. Genau. Ja. Okay. Ja. Auch ein schönes Projekt, über das man einmal nachdenken sollte, weil solche Fotos, so wie du sagst, die kommen ja nie wieder. Und so Erinnerungen können im Zweifelsfall da schon helfen. Deine Fotos, du sammelst sie auf der Festplatte, auf irgendwelchen Festplatten. Mit welcher Software arbeitest du? Ein bisschen Technik-Nerd, Lightroom. Auch noch Photoshop zusätzlich oder reicht dir Lightroom? Ja, ich habe dieses Abo habe ich natürlich von Adobe, ist Photoshop bei und das Photoshop ist aber... Ich retuschiere ja nicht, es sei denn, da ist mal ein Pickel, der da nicht hingehört. Was ich aber mache, ist das finale Bild wird bei mir fertig in Alien Skin Exposure. Kennst du das? Nein. Das ist, du kannst verschiedene Filmemulationen da drin machen. Ich habe da diese Kodak Tricks-Filme drin und die Ilford-Filme. Dann du kannst das Korn sehr gut steuern damit, getrennt von Tiefen und Lichtern. Also quasi ein Preset über Film-Emulationen. Genau. Du kannst es auch bearbeiten. Du kannst auch nur damit arbeiten, aber ich habe halt Lightroom für die Verwaltung, damit ich die Bilder wieder finde. Aber es geht dann halt wirklich fertig, mache ich es in Alien Skin Exposure. Für diejenigen, die jetzt das wissen wollen, du wirst mir dann einen Link schicken, bitte, wie das heißt, dann schreiben wir das in die Shownotes dazu. Ja. Beschlagwortest du die Bilder? Also vom Workflow her, die Bilder sind auf der Speicherkarte. Die Speicherkarte kommt in den Computer. Bist du jetzt jemand, der die Bilder händisch zuerst über Dateimanager, Explorer, Finder, wie auch immer, zuerst in die Ordner verschiebt und dann dem Lightroom sagt, pass mal auf, ich habe neue Bilder, such sie dir? Oder bist du jemand, genau der sagt, so. Lightroom macht das schon für mich? Nee, genau so. Die kommen erst auf die Festplatte in die Ordner. Und dann lade ich sie entsprechend in Lightroom und verschlagworte auch.
Okay, also nicht schon beim Import der SD-Karte, sondern du verschlagwortest sie nachher. Genau. Okay. Wie viele Bilder hast du? Ich mache jedes Jahr einen Katalog. So 60.000, 70.000 pro Jahr? Nein, so 14.000. Nein. Du, ich habe deutlich weniger Fotos von einer Sache, als ich früher gemacht habe. Und bei der M jetzt noch weniger. Also wurde bei dem Gott, bei der Hochzeit, da waren das 2000 Fotos pro Hochzeit. Und da kommt natürlich schnell was zusammen. Ja, aber die würde ich heute auch nicht mehr machen. Also ich denke, je länger ich fotografiere, desto weniger Fotos mache ich eigentlich. Hast du in der Vergangenheit mehr mit anderen Brennweiten gearbeitet? Also 50 mm ist ja eigentlich so in der Mitte irgendwo einmal. Ja? Nicht Weitwinkel, nicht Helle, aber halt so eine Brennweite. Ich habe damit angefangen vor 30 Jahren. Ja? Was anderes hat es nicht gegeben. Damit kann man ja alles machen. Ist dir aufgefallen, dass, wie du mit anderen Kameras gearbeitet hast, mehr mit mehr Weitwinkel oder mehr Tele fotografiert hast? Hat sich das geändert vom Stil? Eigentlich war 85 mm immer meine Brennweite. Ja. Da habe ich nur ein Problem mit der M. Da gibt 75. Er ist näher dran, ja, wie 50. Dann sehe ich schon wieder schlechter. Ja. Ja, aber ich habe mich so an die 50 mm, auch später mit den anderen Kameras, immer mehr bin ich zu 50 mm rübergekommen und ich mag es einfach mittlerweile sehr gerne. Und Weitwinkel, wie gesagt, das 28er von der Kuh, das reicht mir. Wenn du ein bisschen an die Zukunft schaust, Projekte? Irgendetwas, wo du sagst, ja, du hast was im Kopf, ein bisschen was darfst du erzählen, aber du willst nicht zu viel verraten? Können wir irgendjemandem sagen, pass mal auf, folge dir, weil das könnte jetzt demnächst spannend werden? Noch bin ich ja bei diesem Projekt hier und ich habe auch tatsächlich, also das Equals will ich dann auch fortführen, aber was danach kommt, weiß ich tatsächlich noch nicht. Das ergibt sich bei mir. Irgendwann habe ich es im Kopf, eine Idee, und dann versuche ich es umzusetzen, dass oder man wird drauf gestoßen, wie jetzt auf dieses People at Work durch diese Strecke von dem Andreas da mit dem Koch. Aber ich mache mir ja keinen Kopf. Ich muss ja jetzt nicht direkt ein Anschlussprojekt oder so machen. Ich mache es ja für den Spaß. Und wenn ich dann nur, was weiß ich, welche Leute fotografiere, macht das mir genauso einen Spaß. Kommen wir kurz zu diesen Büchern. Ich glaube, Andreas hat das erzählt, dass dann der LKW kommt mit mehreren Paletten, keine Ahnung, wie viele Tonnen Papier und Bücher, die dann alle irgendwo im Vorgarten stehen und dann einmal zuerst weggeräumt werden müssen, bevor das schlechte Wetter kommt. Wie druckst du? Also die Bildauswahl ist klar, die suchst du dir aus und dann gehst du dann wirklich zur Druckerei und sagst, pass mal auf, wir machen da einen Probedruck, hilf mir, welches Papier, oder hast du das schon im Kopf, weil du schon das zweite Buch gemacht hast, oder nimmst du da irgendeinen hochwertigen Online-Drucker, der dir hier hilft, diese Bücher zu erstellen? Das schenkt mir 2 Minuten und auch das Authentic Humans, das habe ich tatsächlich bei Blurb drucken lassen, weil ich wollte dieses ungestrichene Papier, und Authentic Humans gab es ja auch nur in limitierter kleiner Stückzahl, das persönliche Projekt, ja, aber das hat mich schon 100 Euro gekostet im Einkauf. Ich habe es auch genauso weiterverkauft. Also bin ich auch für jeden dankbar, der das überhaupt gekauft hat. Für den ist ja schon ein stolzer Preis. Bei dem People at Work Projekt werde ich jetzt tatsächlich wohl bei Buch.one bestellen. Habt ja verschiedene Fotografen, die da auch schon Bildbänder haben machen lassen, kennengelernt. Unter anderem das, was habe ich da bekommen, von dem Herbert Ahnen, mit dieser Along Comes Mary, glaube ich, heißt der Bildband. Der hat das auch da drucken lassen, das hat mir sehr gut gefallen, und die müssen auch einen guten Service haben. Da will ich das sondern People at Work dann auch wohl drucken lassen. Und ich habe aber auch damals, war ich hier bei einer Druckerei hier im Nachbarort und habe mich beraten lassen und erklären lassen.
Aber das sind schon wieder noch ganz andere Preise und die brauchen auch entsprechende Stückzahlen. Also ich kann da keine 1000 Stück bestellen oder so. Dafür bin ich ja nicht bekannt genug und wer weiß, wie lange die dann hier liegen würden. Und bei Buch.wann, die drucken on demand? Oder sagst du eine Kleinauflage? Ich glaube, du musst ab 5 Stück, dann kannst du da bestellen. Okay. Ja. Also im Kopf habe ich im Moment, dass ich so 200 bis 250 drucken lasse. Okay. Aber Schwarz-Weiß ist um einiges billiger, denn ich habe jetzt versucht herauszufinden, was mich so ein Buch kosten würde, wenn ich es jetzt mache. Und sobald du dann auf Farboption klickst, schwindet deine Marge ganz, ganz schnell nach unten. Ja, da ist Schwarz-Weiß die bessere Variante für kommerziell gesehen die bessere Variante. Bleibt mir über. Ja. Aber es wird auch wieder so sein, dass du das nicht über Online-Handel, Buchhandel verkaufst, sondern wieder nur bei dir auf deiner Seite. Richtig, ja. Also nicht. Nee, ich werde, jeder, der das bei mir kauft, der kriegt das auch von mir verpackt und da habe ich dann Spaß dran. Und so. Ja, klar. Ja. Muss man miterzählen, dass das, ja, so wie bei der M, ja, da ist viel manuelle Liebe im Foto drinnen und das geht dann bis hin zur Verpackung, die dann versendet wird. Sehr schön, Günther. Wenn du jetzt an deine nächste M denken würdest, ja, die ist noch nicht so alt, aber gibt es einen Wunsch, was du gerne hättest als M-Fotograf, dass man in Zukunft bei künftigen Modellen drüber nachdenkt, sowas einzubauen oder sowas nicht mehr zu bauen oder wie auch immer? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wünschen kann man ja, also wir reden von Wünschen. Ja, also weiß ich, also zumindest eine Dioptrien-Korrektur wäre schon ganz schön. Denn ich habe im Moment, mir so eine Korrekturlinse dazu gekauft, weil sonst kann ich mir messen, wenn ich nicht gut sehe. Ja, und die Bodenplatte wäre mal überfällig wegzulassen. Aber ansonsten von der Auflösung. Ist die Bodenplatte weil nicht ich schon öfters mal die ich hole schon die SD-Karte schon oft genug raus und dann muss ich jedes Mal das Ding erst abschrauben und mal wieder festmachen. Das ist mehr lästig, finde ich. Also, oder sie sollen sie so gestalten, dass man die Karten und so oder den Akku halt auch so rausholen kann. Ja, dann braucht man sie nicht mehr. Aber ich habe jetzt mit einem Kollegen oder M-Fotografen gesagt, das gehört für ihn einfach dazu zu M. Ja, wenn so Dinge wegfallen, dann ist es halt für ihn keine M mehr. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, ja, Display gibt es mittlerweile auch und vorher im analogen Fotografie gab es kein Display. Das war die M. Ja, und jetzt ist digital, also wir gehen mit der Zeit. Wenn du, das heißt, du fotografierst ohne Brille. Also ich bin auch Brillenträger, ich habe das Problem, wenn ich durchschaue, dann ist bei mir alles, was ich sehe, 35, egal ob da eine Linie ist oder nicht. Ich weiß, die M könnte 28 darstellen, wenn man durchschaut, aber das würde ich mit Brille nicht sehen. Bei der M10 oder M10 Monochrom ist es ja schon viel besser wie bei der alten Kamera oder bei den Vormodellen. Fotografierst du mit Brille? Nee, ich habe die Brille ab. Also du tust die Brille runter und schaust dann durch die Korrekturlinse? Genau, ja. Und hast dann aber so einen Nuppel hinten dran. Der ist aber nicht breit, der ist ja nur so ein schmales Teil. Hast du schon überlegt, die Sucherlupe zu benutzen? Da sagen ich nee, zoome. Nicht lieferbar, aber ich habe jetzt mal geguckt, ich wollte sie mir einfach mal bestellen. Ist aber online nicht lieferbar gewesen. Du musst aufpassen. Zumindest bei Leica direkt, ja. Bin auch nicht sicher, ob du Korrekturlinse und Sucherlupe gleichzeitig nutzen kannst. Das muss man mal ausprobieren. Da bin ich mir glaube jetzt nicht ganz sicher. Ja. Ich kann es nicht gemeinsam nutzen. Das wäre die nächste Frage für mich. Ja. Welches Objektiv hättest du noch gerne? Also 35 hast du jetzt schon. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne mal probieren? Sei das jetzt ein Noctilux, sei das ein Tamba, sei das ein... Also dieses schöne, weiche, verschnörkelte Bouquet beim Tamba, das ja quasi ein ganz altes Objektiv ist, mit einer besonderen Möglichkeit, das Bouquet zu verändern. Da gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du jetzt gerne mal für so ein Projekt ein Jahr lang ausprobieren? Also dann würde ich wirklich sagen, dann würde ich gerne einen 28er an der M ausprobieren.
ob es dann doch noch eine andere Bildwirkung hat. So eher 1,4 oder eher 5,6? Weil alt. Nee, nicht das 5,6, das sieht zwar top aus, aber ich glaube, das ist mir dann nicht genug Lichtstärke. Ich bin einfach Lichtstärke für die Kiste. Gerade, ich nehme an, das kommt auch durch die Hochzeiten, dunkle Kirchen und so weiter. Aber wenn, dann schon 1,4 oder so. Ja. Okay. Also quasi die Q auf der M. Genau. Ich würde gerne die Bildwirkung vergleichen können. Okay. Die Q mit ihrem 28 mm oder 1,7er Sumilux mit dem 28 mm auf der M. Weil das Projekt People at Work war ursprünglich nur für die Q gedacht. Und damals habe ich so angefangen. Die ersten zwei Teilnehmer habe ich auch mit der Q fotografiert. Ne? Mhm. Sollte eigentlich auch so sein, aber dann kam halt die M dazu und dann war es halt zu verlockend, die mit einzusetzen. Und mittlerweile habe ich die M mehr benutzt als die Q. Glaubst du jetzt einfach ins Blaue gesprochen, dass wenn du ein 28er an die M schraubst, auch mit ungefähr 1,8 Ausgangsöffnung, damit das die zwei Objektive vergleichbar sind, glaubst du, dass da so ein großer Unterschied sein wird? Es ist beides Vollformat? Für mich schon, beim Fotografieren halt. Okay. Aber ich meine jetzt vom Ergebnis, dass man erkennen würde, ob du mit Q oder M fotografiert hast? Ja, doch, ich glaube schon, also zumindest bei der M10 Monochrom. Ja, gut, Monochrom, ja. Ist ja doch schon ein Unterschied, als wenn ich die umwandle in Schwarz-Weiß, die von der Q. Glaubst du, du würdest erkennen, ob du ein umgewandeltes Bild oder eines aus einer Monochromkamera vor dir hast? Oder wie groß muss das Bild sein, damit du es erkennen würdest? Das weiß ich jetzt nicht, aber wenn ich hier bei mir natürlich gucke, sehe ich es. Ja. Also du siehst oder du weißt? Monochrom. Ich denke, ich sehe es. Ja. Mhm. Die Graustufen, die Stufen dazwischen, das ist schon was anderes, denke ich. Auch am Computer oder muss das gedruckt werden, damit du das erkennen kannst? Ja, auch am Computer. Okay. Weil wir haben oft Fotografen, die sagen, ja, alles, was du da am Computer hast, so quasi A4-Größe, aber am Display verliert ganz viel durch das Display oder täuscht dir Dinge vor, die gar nicht da sind. Aber wenn man es druckt, sieht man es dann wirklich. Aber die sagen auch, es gibt eine gewisse Größe, die man haben muss, um den Unterschied zu erkennen, weil alles, was zu klein ist, da siehst du gar nicht keinen Unterschied mehr oder fast keinen Unterschied mehr. Ja, ich bilde mir jedenfalls ein, ich sehe das schon. Letzte Frage, welche Tasche verwendest du? Keine Werbung, darfst du ruhig sagen, es hört keiner zu. Fotografen fragen, ich habe mehrere Taschen. Ach so. Aber Moment. Ich hätte geraten, ja. Nee, normalerweise nehme ich nur, ich habe so eine kleine, wo habe ich sie, warte, ich bück mich mal, kannst du sie auch sehen. Die ist von Ona. Ona Bauerie heißt die und die. Dann passt die M wunderbar rein und auch die Q, wenn ich unterwegs bin, die passen beide da rein. Da habe ich schon alles bei mir. Dann habe ich noch eine von Billingham, weiß ich nicht, wie die heißt, und noch eine größere, die Ona Brixton oder so. Aber die steht nur noch rum, nutze ich gar nicht mehr. Deine Bilder kann man jetzt anschauen, wir werden das verlinken, wie gesagt, auf Instagram, wir haben deine Homepage. Zeigst du die noch an anderen Stellen? LFI-Galerie oder irgendetwas in der Art? Sieht man dich dort auch? Nein. Nee, ist mehr. Das Social Media ist mir schon so viel Aufwand. Ich bin da nicht wirklich gut drin. Nee, ich zeige das nur auf meiner Homepage eigentlich. Und immer mal was auf Instagram oder parallel dann, weil es dann in allem gepostet wird auf Facebook. Und das muss genügen. Günther, dann möchte ich mich wirklich für die Zeit bedanken, dass wir hier mal so einen Fotografen-Talk machen konnten. Etwas, was ja auch ein bisschen Corona-bedingt jetzt leichter möglich wird. Man muss sich nicht persönlich sehen. Wir können hier irgendwelche Werkzeuge benutzen, um miteinander zu reden und das Ganze dann auch auszustrahlen. Ich weiß, du wirst nicht genau wissen, wann können wir mit deinem nächsten Buch rechnen? Wann glaubst du, ist es fertig? Ich hätte es halt, also gerne hätte ich es gehabt, zumindest vor Weihnachten.
Aber ob ich das nicht hinkriege, bezweifle ich. Und dann wird es aber spätestens im Frühjahr soweit sein. Dann hoffe ich auf Informationen und ich werde die Informationen dann auch entsprechend weitergeben, hier verlinken als Nachtrag zum Blogbeitrag, beziehungsweise vielleicht machen wir eine neue Episode und sprechen dann einmal über das Buch, wie es dann entstanden ist Ja, und prima. Würde mich wie dann freuen. die Erfahrungen auch waren, auch vielleicht einmal so in die Richtung Druck, weil auch das vielleicht den einen oder anderen aber interessiert, wie du denn da damit umgehst mit diesen Dingen. Ob das jetzt Blurb ist oder ob das ein kleiner Verlag ist, der bei dir ums Eck ist, beziehungsweise Druckerei, die das hier online sogar macht. Dann sage ich mal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Möchtest du irgendwas wünschen, sagen? Irgendetwas, wo du noch was loswerden möchtest? Ich habe überlegt, ob ich irgendeine Frage nach hinten geschoben habe, aber ist mir jetzt nichts mehr eingefallen, die ich nicht gestellt habe. Na, ich möchte, dass wir mal wieder ohne irgendwelche Pandemie oder sonstige Sachen vernünftig rausgehen und fotografieren können, unter Leute gehen können. Dann wird es auch alle wieder. Da wird es auch wieder andere Fotos geben. Dann verrate ich dir, dass ich jetzt am Wochenende einen Porträt-Workshop habe und man mir 13 Teilnehmer eingebucht hat. Nicht bei Leica, sondern für jemanden anderen mit dem Hinweis, wenn wir den Abstand von 2 Metern nicht einhalten können, dann müssen wir FFP2-Masken tragen. Ich bin einmal gespannt, wie dieser Das ist Samstag beim werden wird. Porträt-Workshop natürlich sehr sinnvoll. Ja, und vor allem auch, wenn man dann die Bilder an der Kamera anschauen möchte und irgendwo zeigt, dass, ja. Ja. Ich verstehe, was du meinst und glaub mir, wir wollen das alle irgendwann wieder weghaben. Dann lassen wir das an der Stelle so im Raum stehen, was immer das bedeutet. Und dann danke, dass du zugehört hast, beziehungsweise dass du hier bei mir warst, mit mir sprechen konntest. Sehr geehrte Damen und Herren, danke, dass Sie zugehört haben, dass Sie wieder hier in dieser Episode dabei waren. Bleiben Sie gesund, alles Gute, dir auch. Ja, danke, Michel. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.